So, hallo an alle. Zur nächsten Snapshot-Vorstellung, die diese Woche rausgekommen ist, nämlich dem Snapshot 14W30B. Okay, dazu folgendes. Ihr seht, es sind Banner eingefügt worden als Blöcke. Die sehen so aus, die wedeln auch so ein kleines bisschen im Wind, wenn der Wind kommt und zurückgeht. Und diese kann man selbst anpassen, optimieren, craften, was weiß ich. Dazu haut man einen Stick rein, oben drüber 6 Wolle. Habe ich hier die Wolle nochmal? Wool. Zack. Nein. Ganzes Stack, wenn dann. So etwa. Wenn ich in den Crafting Table reingehe, dann kann ich mir die zusammenlegen. Oben 6 Wolle. Unten drunter einen Stick. Und dann kriege ich einen solchen White Banner raus. Diesen kann man dann noch bemalen. Zunächst aber erstmal zur Position, wie die stehen können. Insgesamt, glaube ich, 16 Positionen. Nämlich 4 in jeder Richtung. Aber noch da einer, da einer, da einer, da einer. Dann noch so schräg Dinger dazwischen. Jeweils 3 für jede Position. Also 4 plus 3 mal 4 sind dann 16. Je nachdem, wie man sie platziert, genauso wie Schilde, umso schräger stehen die dementsprechend, bis sie halt komplett schräg sind oder in die andere Richtung zeigen. Also, die sehen schon mal so aus. Kann man verschiedene Positionen platzieren und ja. Interessant hierbei ist, bei denen folgendes, die Hitbox von den Dingern ist nur unten an der Stelle, oben nicht. Alle tief, man kann sie aber auch noch an die Wand hängen, und zwar sehen die dann so aus. Da ist die Hitbox wiederum oben und nicht unten. Also einmal vertauscht. Die sehen ähnlich aus, das heißt, die haben ja auch diesen Balken oben dran, aber ohne diesen Holzstab, der nach unten ist, man kann sie also auch an Wände klatschen. Schön, schön. Man kann sie selbst anpassen, wie man möchte. Ich habe hier vorne ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen gemacht, dies und das. Ich zeige mal kurz, wie das geht. Also, wir bauen einen weißen Banner und den können wir dann bearbeiten. Zum Beispiel, wenn man ein Kreuz machen will, macht man hier einfach mit Farbstoff ein Kreuz rein. Dann kriegen wir einen Banner, der so ein orangenes Kreuz hier hat. Wenn wir oben, ich sage jetzt mal, lila reinfüllen wollen, lila Dreieck, dann machen wir das einfach so. Das heißt, wir haben jetzt oben hier diesen Banner gemacht und die oben lila reingefüllt. Dann kann man theoretisch noch einen blauen Punkt machen, wenn man möchte. Oder halt noch so eine pinke Raute, wo ein blauer Punkt drin ist. Und die pinke Raute geht dann eigentlich folgendermaßen. Wir nehmen auf den Banner und legen hier ausnahmsweise mal dann so das Pinke außen rum. Dann kriegen wir so eine pinke Raute. Und wenn wir halt noch einen Punkt drin haben wollen, lege ich einfach einen Punkt hier in die Mitte, den Banner daneben. Und dann kriegen wir noch einen Punkt innen drin. Es gibt maximal, glaube ich, so 6 Verarbeitungsschritte, die man praktisch machen kann, bis der Banner nicht mehr weiter beschreibbar ist, weil irgendwann ist er mit Farbe zuklatscht, bis zum geht nicht mehr. Und man kriegt unter anderem auch Creeper-Köpfe, Creeper-Gesichter da drauf. Nehme ich einfach mal kurz den Creeper-Head, mir hole den Creeper-Hut oder Creeper-Kopf, und wenn ich halt den hier mit Rups reinklatsche, ich will natürlich unseren Bearbeiten nehmen, was weiß ich, mal den da hier, zack, dann kriegen wir einen Banner, der halt die entsprechende Eigenschaft hat, dass noch Creeper-Face drauf ist. Wenn man drüber geht mit der Maus, steht man auch, was drauf ist. Orange Cross, ein Kreuz, dann auf der Top gibt es ein Purple Triangle, also ein lilanes Dreieck, ein Pink Rhombus, wahrscheinlich ist das diese Raute in der Mitte, logischerweise. Und dann ein Light Blue Circle und Black Creeper. Die stehen auch in der Reihenfolge drauf, wie man sie praktisch draufgefügt hat, wenn ich mir hinsetze, kriegt dann hier dementsprechend so ein Banner raus. Den kann man anpassen, wie man möchte. Genau. Okay. Dann, jetzt allerdings die Frage, ja, wie kriegt man denn solche Köpfe im Survival-Mode raus? Denn Creeper-Köpfe sind ja bekannterweise nicht im Survival-Mode erhältlich. Seit diesem Update schon. Nur, das ist nicht ganz so einfach. Das ist richtig schwer, die zu kriegen. Ich zeig mal kurz, was damit gemeint ist. Packe ich gleich noch zusammen mit einem kleinen geheimen Feature, was auch noch eingefügt wurde in diesem Snapshot. Nämlich, man kann etwas Neues beschwören. Und zwar, es ist bei Autovervollständigung nicht zu finden, aber es ist trotzdem mit drin, was vorher nicht ging, eine Revolution. Man konnte keine Blitz erschaffen, was jetzt allerdings geht mit dem Befehl. Ging vorher wirklich nicht. Und ich probiere mal kurz, ob das jetzt hier im Gehege drin geht. Wenn ich einen Creeper mache, gucken, ob der Blitz oben durchkommt. Ja. Da ist der Blitz gekommen. Ich wollte jetzt so die Decke drüber machen, damit jetzt hier keine Mobs spawnen können. Und keine Mobs verbrennen können. Denn jetzt, wie bekommt man diese Skulls? Indem man einen Charged Creeper andere Mobs töten lässt. Eigentlich ganz simpel und deshalb mache ich es gerade mal ganz kurz. Charged Creeper, auf das du explodieren mögest, die anderen töten mögest. Bam! So, ich habe jetzt gerade mal Mob Griefing ausgeschaltet, deswegen der mir keine Gegend hier zerstört hat. Es ist ein Zombie-Head gedroppt. Yay.
Das war's aber auch schon. Die anderen können übrigens auch droppen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob die jedes Mal droppen oder jedes Mal nicht droppen. Ich glaube, im vorherigen Snapshot, in dem A-Snapshot und B-Snapshot, war es so, dass diese immer es gedroppt hatten. Jetzt ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ich habe es vorhin schon mal getestet, habe ich auch nochmal drei. Da ist nur der Skelettkopf gedroppt. So wie es aussieht, wechselt das ein bisschen ab und ist auch zufällig. Also es kann ein Schädel droppen, ist auch einigermaßen wahrscheinlich, aber nicht zwangsläufig von allen tut es das. Okay, da hätten wir schon mal den Zombie im Survival-Mode Anführungszeichen bekommen. Ja, ich bin Creator, aber ihr wisst, was ich meine. Also, okay, dann als nächstes, was hat noch gefehlt? Es hat was gefehlt in der Ansicht oder in der Performance. Es sind einige Änderungen dazu gekommen. Nämlich, wenn ich F3 drücke, kann man unter anderem meine Grafikkarte sehen. Und ich glaube, auch die Java-Version konnte man vorher nicht sehen, ist ein bisschen anders formatiert. Es sind ein bisschen mehr Infos da oben dabei. So, und noch eine Sache bei der Performance, die verbessert wurde. Nein, ich habe keinen Supercomputer. Wenn ich mich gerade mal hinstelle und alle Chunks neu lade, bam, geht das verhältnismäßig übelst schnell. Zunächst erstmal hier vielleicht noch einen kleinen Tacken langsamer, als es eigentlich gehen sollte. Ich möchte jetzt nichts ändern, denn sonst wird das Spiel abstürzen, weil es in der Snapshot-Version noch so ist. Ich habe eingestellt in den Video-Settings 32 Chunks, also 512 von 512 Blöcke. Das ist ab sofort möglich. Das heißt, die Render-Distance wurde nochmal verdoppelt, die maximale, die möglich ist. Und wie ihr sehen könnt, lädt das Ding auch einigermaßen recht schnell die ganzen Chunks. Ich habe es vorhin mal so probiert, als ich den Snapshot mir jetzt installiert habe. Standardmäßig waren 10 Chunks eingestellt und wenn ich da die neu geladen habe, sind die von einer Sekunde komplett neu geladen. Komplette Welt ist neu geladen. Vielleicht kann ich es nochmal zeigen. Ich bin mir sicher, es kann auch sein, dass die Leistung ein bisschen runtergeht, gerade weil ich hier aufnehme. Mein Programm lockt immer auf 30 FPS eigentlich ein. Das heißt, es geht eigentlich nicht drüber. Deswegen habe ich auch bei den Aufnahmen nur 30, aber normalerweise habe ich mehr. Ich habe mehrere hundert Teils. Die Sache ist die, wenn halt so viele Chunks geladen sind, geht die Leistung dann schon ein bisschen runter. Wenn es fertig geladen ist, dann geht es eigentlich, aber es ist recht stabil vor allen Dingen. Und wenn ich jetzt nochmal runtergehe, ich gucke mal, ob es geht und das Spiel nicht abstürzt, dann kann ich nochmal testen oder zeigen, wie es bei einer kleineren Ansicht ist. Moment. Ah, okay, gut. Anscheinend, runterstellen hat funktioniert. Vor allem hochstellen wird das Spiel oder ist mir das Spiel immer abgestürzt. So, wenn ich mich jetzt die Chunks neu lade, dann laden die ja, sowas von schnell. Das ist schon echt feierlich, wie ihr sehen könnt. Zack, alles fertig geladen innerhalb von einer Sekunde oder so. Nochmal, F3 plus A, zack, und alle Chunks laden neu. Wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Und das ist eben dieses Performance-Update, dass nur die Blöcke gerendert werden, die auch wirklich sichtbar sind. Das heißt, wenn ich angenommen, ich lade jetzt mal kurz neu, bleibt es hier stehen, gucke ich um, okay, alles klar. Dann ist nur dieser Bereich gerendert, den ich gerade im Blickfeld habe. Das heißt, hinter mir ist noch nichts gerendert. Also, deswegen wird nicht so viel Leistung verbraucht, weil das hinter mir, was ich eh nicht sehen kann, ist noch gar nicht da. Wenn ich jetzt F5 drücke und hinter mich schaue, ist natürlich nichts geladen, aber sobald ich hingucke, mich ein kleines bisschen Weg, wird alles nochmal neu geladen. Also, es kommt auf Performance an. Das, was sichtbar ist, wird gerendert, was sichtbar ist, wird nicht gerendert. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass X-Ray ein bisschen nutzlos ist, weil, die Blöcke, die man eh nicht sieht, werden nicht gerendert. Also, wenn ich jetzt durchgucken könnte, würde man das so unten gar nicht sehen. Ist gar nicht sichtbar. Und deswegen ist X-Ray auch schon wieder für den Arsch, würde ich sagen. Ja, das wäre so das grobe Prinzip. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Damit wäre es das gewesen von dieser Woche oder dem Update der Snapshot-Vorstellung von dieser Woche. Was haltet ihr davon? Ich hoffe mal, das ist ganz geil. Ich finde die Idee nicht schlecht, aber ich denke manchmal, es gibt auch nützlichere Sachen zum Einfügen als solche Banner mehr oder weniger. Man kann sie sogar auf dem Kopf tragen mit einem Befehl. Das heißt, Capture the Flag ist damit auch nicht mehr weit entfernt oder einfach möglich in dem Sinne, dass es auch wirklich authentisch aussieht. Wie gesagt, was haltet ihr davon? Kommentar wäre nett. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt auf Videos von mir außer Minecraft, findet ihr noch einen Gaming-Kanal, auch in der Beschreibung, ist bei Gaming.tv vorbeischauen. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Und tschüss!